Jensi, endlich sehe ich dich mal wieder im Sender. Olivia, was machst du denn hier? Du siehst schlechter. Nein, wirklich. Ist dir die spanische Sonne nicht gut bekommen? Sag mal, wieso bist du eigentlich nicht in deiner Sendung? Was wird denn das jetzt? Oh, oh. Du verbirgst sehr viele Sorgen. Ja, sicher. Ich weiß, dass der Makler vom Kunden nicht abgenommen wurde. Wer hat dir denn das erzählt? Deine Hand. Denkst du etwa, du hättest Amateure in deinen Sendungen? Und sagt meine Hand dir denn auch, warum der Kunde so entschieden hat? Weil es einfach nur Müll war, den ihr da produziert habt. Jetzt pass mal auf. Dieser Müll, wie du das nennst, den schneiden wir einfach nur um und dann kaufen die das. Wir haben nämlich Verträge. Die aber nur für eine Pilotfolge galten. Den Rest hast du eigenmächtig vorproduziert. Ich habe keine Ahnung, wer dir das erzählt hat, aber vielleicht sollten wir darüber nicht hier auf dem Flur sprechen, okay? Was genau weißt du? In dieser kurzen Zeit, da müsste ich noch mal reinsehen. Bitte? Angenommen, ich würde dich noch mal reingucken lassen. Meinst du, meine Hand würde dir ein paar Lösungen für ein paar kleine Probleme erzählen? Du meinst meine Sendung? Ich weiß, dass sie bald eingestellt werden muss. Wir dürfen einfach diese Pillen nicht mehr darin verkaufen. Nein, die Sendung wird vom Gericht verboten werden. Das sagt mir mein Gefühl und das hat sich noch nie getäuscht. Aber sagst du denn nicht immer, dass jeder der Autor seiner eigenen Biografie ist? Oh, ein heimlicher Fan. Du hast tatsächlich mal meine Sendung gesehen? Oh Gott, Olivia, ich bitte dich. Das erzählst du seit Jahren jedem Anrufer. Soll ich jetzt noch mal deine Hand sehen oder nicht? Nein, vielen Dank. Meine Hand sagt mir nämlich, dass ich jetzt in diese Sitzung da muss. Die warten nämlich schon auf mich. Tschüss. Ich möchte nur, dass du bis morgen meine ausstehenden Gagen zahlst. Ansonsten sehe ich in der Zukunft einen Brief von meinem Anwalt an dich und deine marode Firma. Moin Moin Jungs, sorry für die Verspätung. Habt ihr was für mich? Ja, natürlich. Jeder trägt Geschichten mit sich herum. Und ich bin der Meinung, dass aus unserem Schmerz Verbitterung und Transformation die neuen deutschen Drehbücher entstehen müssen. Ja, in meinem Leben wurden Dinge nicht erreicht oder beweint oder mussten begraben werden. Und genau davon möchte ich erzählen. Ich habe das vorher nicht so ganz verstanden. Von welchem Sender kommen Sie nochmal? Video, Blockgruppe Nord, die Medienscanner. Entschuldigung, dass ich da nicht mehr konnte, aber das war auch zu geil. Und dein Gesicht dabei, die ganze Zeit, ey, göttlich. War einfach so. So. Super. Und wie professionell und ernst du das dann erzählt hast, die ganze Zeit, ey. Ich hätte die rausgeschmissen. Ja, das ist dann wohl die Zukunft. Das Internet. Ich gehe jetzt ins Bett. Kommst du mit? Willst du mir nicht noch etwas fragen? Was denn? Oder willst du mich das morgen früh fragen? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Weißt du, als ich hierher gekommen bin, wollte ich eigentlich nur Sex haben mit dir. Und dann habe ich mir gedacht, ich helfe dir, weil ich gesehen habe, wie es hier so. Na, naja. Dann habe ich mir überlegt, dich rauszuholen, dir Geld zu geben. Hör mal auf mit deinem Geld die ganze Zeit. Dann habe ich mir überlegt, wie es wohl wäre, wenn ich dich zu mir holen würde, aber. Schatti, mir ging es nicht so gut, ich hatte nicht aufgeräumt, das war alles. Das ist halt Schwachsinn. Das sind Drehbücher, so ist nicht das Leben. Und jetzt? Jetzt? Jetzt bin ich mir sicher, dass du mich sowieso um Geld bitten wolltest. Deshalb durfte ich auch zu dir kommen. Das stimmt überhaupt nicht. Dann hätten wir eine Nacht zusammen verbracht. Und, aber jetzt will ich gar nichts mehr, weil es keinen Sinn macht.
Meinst du, man muss auch mal eine Figur fallen lassen? Vielleicht die ganze Geschichte fallen lassen. Kill your darlings, heißt es doch immer, wenn etwas nicht funktioniert. Dann bin ich jetzt auch aus deinem Film raus. Du machst es mir aber auch schwer. Ich wäre jetzt so stolz, wenn ich jetzt nicht nachgeben würde. Ich meine, ich kann dir doch nur so helfen. Du kannst ja auf dem Sofa schlafen und morgen früh frühstücken wir zusammen, einfach so, wie es Freunde eben machen. Lieber Peter, leider haben wir noch mehr Anrufer. Was aber vielleicht eine ganz gute Idee ist, bestell doch gleich bei meinen Kollegen ein paar Akuthilfe-Notfallkapseln. Rein pflanzlich nach einem alten ayurvedischen Rezept. Die helfen immer und sofort. Und nur bei uns gibt es heute 2 Pakete zum Preis von einem. Da kann man sich ruhig mal mit bevorraten. Lieber Peter, dir noch einen schönen Abend. Tschüss! Regie? Ich bin jetzt mal raus. Ich muss seit 3 Stunden zur Toilette. Regie? Olivia, ein Anrufer noch. Nee, um Gottes Willen, ich muss auf die Toilette. Also, ich bin raus jetzt. Regie, okay? Olivia, ein Anrufer noch. Nee. Nein. Ohne mich.